Joho, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask im Spinnenhaus vom Sumpf. Und ja, wir haben bereits 9 von 30 Spinnen und gleich haben wir ein Drittel davon, weil ich mir jetzt die hier krallen werde. So, jetzt würde es mich aber schon mal interessieren, ob man auch mit normalen Fallen diese Wespennester da an der Decke herunterschießen kann. Wäre nämlich sehr praktisch, würde etwas Magie sparen. Oh lol, da oben ist auch noch eine. Komm mal her. Hey, komm her. Zack. So. Hier scheinen doch sehr viele zu sein. So, komm schon. So nett. Yes. Komm schon. Ja, noch eine. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob hier noch irgendwo eine drin ist. Wir nehmen das sehr schön. So, zack. Okay, nichts. Da, das da. Zack. Komm schon. Wieder nix. Doch, Magie war drin. Ey. So. Das noch. Komm schon. Nach wieder nix. Okay. Aber immerhin Nummer 12 und Nummer 13. So. Sehr schön. Man bräuchte irgendwie so eine Spinnenmaske, wo angezeigt wird, ob in einem Raum noch so eine Skulptur ist. Ach, was soll's. Aber man hört's ja immer, wenn noch eine da ist und es klingt fast so, als wäre keine Welt in diesem Raum. Trotzdem würde es mich interessieren, ob es hier noch... What the fuck? Soll ich da einen Käfer reinlassen? Na gut, probieren wir es mal. Ich bezweifle, dass da eine drin ist, aber man kann es ja mal versuchen. Das würde man irgendwie hören. Oder? Oder ist da tatsächlich noch eine drin? Pfeile! Jetzt wollen sie mich komplett verarschen, oder was? Okay, schauen wir mal hier. Den Raum hasse ich. Den Raum hasse ich. Ihr werdet gleich schon sehen, warum. Weil im Gras sind auch Skulltulas. Und die dort zu finden ist manchmal nicht so einfach. So, komm her. Käfer braucht man sehr viele. So. Und noch einen. Komm schon. Noch einen. Der ist sehr nett. Komm her. Riesig. Doch. Ha. Sehr schön. So. Was lege ich jetzt da drauf? Was lege ich jetzt da drauf? Lego. Lego. Nein. Corona. Corona. Ja, Corona. Keine Ahnung. So. Eine erwischte. Also am besten macht man das hier mit der Wirbelattacke. Dann kann man die so ziemlich keine verfehlen. So, noch eine erwischt. So, hier ist keine. Ich muss irgendwie mal eine Lösung für diese Wirbelattacke finden. Keine mehr im Gras. Es scheint so. So, wo sind noch welche? Richtig, auf dem... Boah! Und jetzt muss man den einfach bloß anrammen und dann kommen die runter. So. Nummer 16. Ja, hier. Ich laufe in die falsche Richtung. Nummer 17. Sehr schön. Und Nummer 18, wenn ich sie gefunden habe. Zack. Ey. Ey. Oh. Die hier Energie für nix und nix. Sind immer noch welche da? Schon, oder? In den Wespennestern. Ja, ich ausschütze schon. Ja, noch eine. So, zack. Und noch eine. Da ist noch eine. So, komm schon. Nicht eine Wespe. So, weg mit dir.
doch Energie. Aha. So. Da ist noch eins. Aber wir haben schon 19 Skullblas. Beeindruckend. Ach ja, liebe Leute, ihr wisst es wahrscheinlich gar nicht. Ich bin im Urlaub. Aber das, jetzt, wo ich das hier hochladen werde, bin ich bereits nicht mehr im Urlaub. Denn ich nehme das hier jetzt im Urlaub auf. Weil, aber ich bin bisher leider nicht zu einem Infovideo gekommen. Weshalb es mir leid tut, dass ihr wahrscheinlich keine Ahnung habt, dass ich vom vorletzten Mittwoch und bis letzten Mittwoch eine Woche im Urlaub war. So. Wir haben jetzt hier auch gerade schon Skulptura 20 uns geschnappt. Jetzt brauche ich allerdings wieder einen Käfer. So. Denn hier ist ja so ein Loch und da müssen wir jetzt mal die Käfer reinkrabbeln lassen. Hoffentlich krabbeln sie daneben. So. Schön da reinkrabbeln. Und bringt mir was Schönes mit. Am besten was Goldenes mit 8 Beinen. Wäre sehr nett. Komm schon. Yes. Eieieiei. Scheiß Laptop. Laggt immer so. So, ich glaube, hier drin war schon eine. Wir haben ihn bereits eingesammelt. So, ich glaube, den Rest finden wir leider nur in den oberen Stockwerken. So, hier ist aber noch eine. So. Komm zu Papa. Schön da reinkrabbeln. Kopf rein, Kopf rein. So. Sehr schön. Nummer 22. So, 8 weitere fehlen uns noch. Dann haben wir alle. So, hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier lang. So, hier sind auf jeden Fall noch welche. Schauen wir mal in Kisten nach. So, hier aber. Ja, das war so klar. So, 23. Nichts. Nichts. Wieder nix. Ach, ich weiß bereits, wo sich eine versteckt. Das war gerade ein komisches Geräusch. So, hallo, ich bin ins Inventar. So, ich glaube, die Fetzen kann man ja auch mit dem Goron wegmachen. Oder? Ich hoffe schon. Schauen wir einfach mal. Ja, kann man. Oh Gott, da brauche ich sogar noch einen Käfer. Zack. Vielleicht war das nah genug. Klingt aber danach. Yep. Und wenn so eine Zwischensequenz kommt, sind meistens auch goldene Skulpturas drin. Oder halt Rubin. Verdammt. Hoch da. Oh Gott, da oben klettert eine drauf rum. So. Komm her. Sehr schön. 25 haben wir bereits. Sind noch welche? Also hier ist noch ein. Schon klar. 26. Da drunter hängt eine. Oh Gott, ey. Die sollen wir erstmal finden. Komm her. Hallo. Nicht weggehen. Hier geblieben. So. Sonst noch eine? Nicht danach aus. Dann müssten die restlichen drei im Zentralraum sein.
Ansonsten stimmt irgendwas nicht. Nee, hier sind keine mehr, oder? Nö. Gut, gehen wir weiter. So, hier. Ja, da schon eine. Die hole ich mir gleich mal. Das ist dann schon Nummer 28. Sehr schön. Wait, da ist gleich Nummer 29. Und jetzt noch irgendwo eine. Hoffe ich mal. Ja, ich höre sie bereits. Die ist irgendwo da drüben. So. Dann wollen wir mal darüber. So. Und wie, du stürzt ab. So. Zack. Sehr schön. Wo ist er denn? Ach, im Loch. Hat sie sich verkrochen. So, dann wollen wir mal. Letzter Käfer. So, oder vorletzter. So. Aber letztes Guntula. Hehe. Dann bringt sie mir. Danach ist der Fluch endlich gebrochen. Zumindest vom ersten Spinnen aus. Es gibt ja noch ein zweites. Oh, herzlichen Dank, dass du genau in mich reinfliegst, sehen. So. Ja, der Fluch ist gewichen. Und jetzt gehen wir hier wieder rein. Und ihr seht bereits, der Typ hat sich zurückverwandelt. Yay! Ich bin befreit. Ich dachte schon, mein Ende wäre gekommen. Vor einiger Zeit hat mir jemand diese Maske gegeben. Er meinte, ich könnte damit reich werden. Er sagte, die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben. Aber als ich danach suchte, wurde der Fluch auf mich gelegt. Hätte ich geahnt, dass ein derartiges Mysterium auf mich wartet, hätte ich sie niemals angenommen. Nimm sie, sie ist dein. Es ist natürlich die Frage, ist die Maske vom Horrorkind oder vom Maskenhändler? Naja, du hast die Maske der Wahrheit erhalten. Du kennst diese Maske aus den Erzählungen der Shikar. Oder Shikar. Ich sag aber immer Shikar. Trägst du diese Maske, offenbaren sich dir die Geheimnisse der Mystensteine und die Gedanken der Tiere. Genau, jetzt können wir nämlich, wenn wir Tiere hochheben, also bevorzugt Hunde, können wir denen ihre Gedanken lesen. Ich habe genug. Sobald ich mich besser fühle, gehe ich nach Hause. Ist schon klar. So, oh, das sind nochmal Käfer. Kann ich jetzt nämlich sehr gut gebrauchen. Denn wir gehen jetzt gleich zum zweiten Spinnenhaus. Ja, ich weiß, dass das ein Käfer ist. So, sehr schön. Noch einer. Na, gut, ist er weg. So. Zack. Zack. Und hier ist er jetzt. Unsere neue Maske. Maske der Wahrheit. So, das tue ich jetzt mal gleich demonstrieren. Wenn ich die trage, kann ich Hund hochheben und dann... Blödes Herrchen, seine Augen sind stets voller Geiz und Gier. Genau. So, wofür ist sie gut? Für ein Herzteil. Allerdings ist dieses Herzteil trotzdem noch immer mit etwas Glück verbunden. Aber das hole ich mir später. Jetzt geht's erstmal auf zum nächsten Spinnenhaus. So, zack. So. Und zwar ist das an der Schädelküste. So. Das im Sumpf finde ich sogar ja, geiler als das an der Schädelküste, weil das an der Schädelküste gefällt mir jetzt nicht so sehr. Aber das ist schon auch nicht schlecht. Was allerdings wichtig ist, ihr solltet das Spinnenhaus so ziemlich am ersten Tag betreten, denn ihr wollt ja eine Belohnung, und zwar eine gescheite. Und die gibt es halt nur, wenn ihr das Spinnenhaus am ersten Tag abschließt. Und ihr wisst ja, ich besitze bereits das Spiegelschild und die große Geldbörse, die ich eigentlich nicht haben sollte. Doch bald wird nur noch der Spiegelschild das gecheatete Item sein. Denn richtig, die Belohnung für das Spinnenhaus am Meer ist die Riesengeldbörse. Also gut, gehen wir rein. Das hier ist es.
bin ein Haus am Meer. So sieht's aus. So, glaub, brauchen wir auch gleich mal Bomben. Zack, haben wir ja genügend. Und hier gibt's übrigens ein Herzteil. So, zack, aufgesprengt. Und da ist sie auch bereits. Ja, Skonskutula. Ich meinte die ersten beiden. Zack. Und zack. Und du kommst gleich hinterher. Sag dir, du kommst hinterher. Zack. So, hier rutscht man jetzt runter. Jetzt macht man sich natürlich keinen Weg zurück. Doch, es gibt einen zurück. Halt bloß mit dem Dings. Grun. Kann man da rauf. Ich frage mich aber sowieso, was macht man, wenn man nicht den Grun hat? Dann schaut man so ziemlich doof aus der Wäsche. So. Die Spinnweben tun wir einfach jetzt mal mit Feuerpfeilen entfernen. Den Rest kann man sich erdenken. Nehmen. So. Haben wir auch schon wieder ein Zehntel? Ist hier noch eine? Sieht nicht danach aus. So. Dreckskamera. Dreht sich immer nicht zu meinen Gunsten. Es gibt, wie gesagt, ein Herz in diesem Spinnenhaus. Allerdings braucht ihr dazu die Maske, diesen Helm des Hauptmanns. Den braucht ihr, ansonsten ist es reines Glück, diese Maske zu bekommen. So. Hier gab es auf jeden Fall eine ganze Menge. Goldene Skulltulas. So, zack. Und ich muss dann auch schon wieder Schluss machen. Link, willst du mich ärgern? Dann kannst du nach Hause gehen. So, ich glaube, man muss irgendwie da was anrempeln oder so. Oder irgendwie so war das doch. So, hier ist auf jeden Fall mal eine. Habe ich schon gehört. Zack. So, Nummer 4. Ja, ich weiß. So, Feuerpfeile. So, mal schauen, dass wir wegfackeln können. Das hier können wir auf jeden Fall wegfackeln. Sehr schön. Das da können wir wegfackeln. Das können wir wegfackeln. Ach, da drüben ist eine. Ach so. So, das kann man wegfackeln. Dann wollen wir mal schauen, ob hier noch irgendwo eine drin ist. Das war so klar. Zack! Nein, hier ist dann nichts mehr. Gut, dann mache ich schon gleich Schluss und hole mir noch schnell die goldene Skulptur da drüben. Zack! Zack! So, gut Leute, und im nächsten Part machen wir weiter mit dem Spinnenhaus am Meer. Bis dann und ciao bei Zelda Majora's Mask. Tschüssi!